Jeden Morgen in Frankfurt am Main schlendert ein weißes Pferd namens Jenny durch die Straßen. Sie geht allein, nur mit einem Zettel am Zaumzeug, auf dem steht: Ich heiße Jenny. Ich bin nicht weggelaufen, ich mache nur einen Spaziergang. Danke, seit 15 Jahren spaziert Jenny durch die Stadt und weiß genau, wo sie hingehen darf und wo nicht, was sie tun kann und was nicht. Das weiße Pferd ist völlig harmlos und zaubert allen ein Lächeln ins Gesicht. Einheimische streicheln sie beim Vorbeigehen, Autos verlangsamen ihre Fahrt. Jenny ist neugierig, freundlich und sehr gesellig. Sie begegnet täglich etwa 100 Menschen und bekommt ihren Teil an Sozialisation und Streicheleinheiten. Jenny langweilt sich zu Hause, und ihr 82-jähriger Besitzer ist nicht mehr in der Lage, sie zu reiten. Also öffnet er jeden Tag das Tor zu ihrem Stall, und sie reist auf den bekannten Pfaden am Rande Frankfurts zu ihrer Lieblingswiese am Mainufer, um dann allein wieder nach Hause zu kommen. Jenny war sogar in den Reiseführern für japanische Touristen erwähnt, als diese noch nach Deutschland reisen konnten. Sie schrieben, dass man bei einer Reise durch Europa in Frankfurt den Dom, den Römerberg und Jenny besuchen sollte. Dank ihrer Berühmtheit weiß der Besitzer immer, wo Jenny ist, Menschen informieren ihn telefonisch, auch die Polizei ist mit ihren täglichen Spaziergängen vertraut. Eines Morgens jedoch kehrte Jenny nicht zum Stall zurück. Stunden vergingen, die Sonne ging unter und Jenny war immer noch nicht da. Der Besitzer wurde panisch, er alarmierte die Polizei, Freunde und Nachbarn, und alle machten sich auf die Suche. Die Stadt wurde nach dem weißen Pferd durchkämmt, aber Jenny war verschwunden. Die Tage vergingen, die Hoffnung schwand. Der Besitzer saß schwermütig in seinem Sessel und starrte auf das leere Stalltor. Dann klingelte das Telefon, es war die Polizei. Sie hatten Jenny gefunden, aber nicht dort, wo man sie vermutet hatte. Sie war in einem kleinen Waldstück außerhalb der Stadt, inmitten von Bäumen und Farnen, wo sie normalerweise nie hingegangen war. Sie war ruhig, aber ihr Fell war schmutzig und ihr Gang etwas steif. Die Polizei hatte eine ältere Frau gefunden, die in einem kleinen Häuschen am Waldrand lebte. Die Frau erklärte, dass Jenny sich auf ihrem Grundstück verlaufen hatte und sie einfach in ihren Stall aufgenommen hatte. Sie hatte Jenny mit Heu und Wasser versorgt und ihr sogar eine warme Decke gegeben. Die Frau erzählte weiter, dass Jenny in den letzten Tagen seltsam ruhig und traurig gewesen sei. Sie habe kaum gefressen und sei viel gelegen. Die Frau hatte Jenny in ihrem Herzen ein kleines Geheimnis vermutet und hatte sie deshalb nicht zurückgebracht. Als der Besitzer das alles hörte, spürte er eine Welle der Erleichterung, die ihm die Tränen in die Augen trieb. Jenny war gefunden, aber etwas stimmte nicht. Er holte Jenny vom Waldrand ab und brachte sie zurück nach Hause. In den folgenden Tagen achtete er genau auf sie. Er bemerkte, dass Jenny ihren Appetit verloren hatte und manchmal beim Fressen kurz innehielt, als wolle sie etwas sagen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.